Herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Heute gibt es einen sehr leckeren Klassiker, denn ich mache einen Rhabarberkuchen mit Baiserhaube. Bei uns in der Familie ist das sowieso der Klassiker schlechthin in der Rhabarbersaison und es wird auch immer ausgenutzt, also von ungefähr so April bis August wird eigentlich fast jeden Tag ein Rhabarberkuchen gegessen. Danach darf man ja den Rhabarber nicht mehr essen, weil dann die Oxalsäure zu sehr konzentriert ist. Und ich zeige euch jetzt die Zutaten, bevor der Murat mir hier den ganzen Rhabarber weg isst. Also für den Mürbteig brauche ich 200 Gramm Mehl, 60 Gramm Zucker, 80 Gramm Butter. Ich nehme etwas Abrieb von einer Bio-Zitrone, dann einen halben Teelöffel Backpulver, 3 Eigelb. Ich brauche etwas Vanilleextrakt und eine Prise Salz. Dann brauche ich für die Füllung eben Rhabarber. Ich habe jetzt hier so ungefähr 750 bis 800 Gramm. Ich habe hier 150 Gramm Zucker und habe da auch schon 2 Teelöffel Zimt mit dabei. Könnt ihr auch gerne weniger oder mehr nehmen. Hier sind noch 50 Gramm Speisestärke und für den Belag brauche ich 3-mal Eiweiß und 150 Gramm Zucker. Denn das wird ein Rhabarberkuchen mit Mürbteig, Rhabarberschicht und Baiser. Das erste, was ich jetzt mache, ich nehme jetzt den Rhabarber und muss den schälen. Gewaschen ist er schon. Und dann schneide ich ihn einfach in kleine Stücke. Rhabarber ist schon mehr so süßlich, gell? Ja, aber eigentlich ist Rhabarber Gemüse. Aber man benutzt es halt immer wie Obst, im Obstkuchen. Ich mag den Rhabarberjoghurt. Ja, Rhabarberjoghurt ist lecker und Rhabarbermarmelade ist lecker. Rhabarberkuchen. Vielleicht habt ihr ja so ein Lieblings-Rhabarber-Rezept. Könnt ihr mir einfach in die Kommentare schreiben oder mir direkt zum Beispiel euer Rezept schicken und ich mache es nach für euch. Das wäre doch eine coole Idee. So, also ich ziehe da beim Rhabarber einfach immer von oben nach unten ab. Und ich schäle einfach nur so viel, wie eben runter geht. Also man muss da nicht so viel wegnehmen. Und jetzt gebe ich hier über den Rhabarber noch den Zimtzucker. Da kann nämlich der Rhabarber ein bisschen die Feuchtigkeit rauslassen, also das zieht dann ein bisschen Wasser. Und dann gebe ich gleich noch die Stärke mit dazu. Und während ich den Mürbteig vorbereite, kann dann eben der Rhabarber so vor sich hinziehen. Lassen wir jetzt einfach kurz stehen. Ich gebe da jetzt auch die Stärke direkt mit dazu. Sally, warum die Stärke? Damit es dann später die Feuchtigkeit bindet. Also wenn ich jetzt nur den Rhabarber mit dem Zucker vermische, lässt er ja wie gesagt das Wasser und dann hätte man halt Rhabarbersaft im Kuchen und das wollen wir nicht. Ah. Also wird es wie so eine Art Pudding dann innen drin. Manche kochen sogar vorher einen Pudding, das finde ich überflüssig, das kann man sich sparen. Man kann doch auch statt Stärke Saftstock nehmen. Ja, kann ich auch nehmen. Aha. Das ist aber ein bisschen was anderes. Okay. Und jetzt habe ich mir hier eine Springform bereits vorbereitet. Ihr könnt auch einen Backrahmen nehmen. Hier geht es natürlich ein bisschen einfacher. Ich habe jetzt eine Springform mit einem Durchmesser 28 cm, habe es auch schon mit Butter eingefettet und bemehlt. Ihr könnt aber auch eine 26er nehmen. Also bei einer 26er wird der Kuchen dann höher und bei der 28er eben flacher. Und ich mache jetzt meinen Mürbteig in der Küchenmaschine im Mixer. Ihr könnt ihn aber auch mit der Hand verkneten, ganz schnell. Das geht auch. Oder mit Knethaken, das geht auch. Nur geht es halt im Mixer echt viel schneller. Und da gibt er jetzt einfach alle Zutaten rein, nacheinander. Also alle für den Mürbteig. Auch die Vanille. Davon immer nur so kleine Tröpfchen. Wenn man alle Zutaten reintun, dann heißt es ein All-In-Teig, kann es sein? Nee, also ist im Prinzip auch ein All-In-Teig, aber eigentlich sagt man das nur bei Rührteigen, die dann auf einmal verrührt werden. Salz habe ich noch mit dazugegeben. Eigelb. Und das Rezept finde ich auch ganz gut, weil man praktisch das Eigelb im Teig hat und das Eiweiß dann später oben auf der Baisermasse. Jetzt noch ein bisschen Zitronenschale Abrieb, das ist fürs Aroma da. Ja, beim Rührteig ist es eigentlich so, dass man erst Butter und Zucker verrührt und dann Eier und so weiter. Aber da gibt es eben auch die Abwandlung mit dem All-In-Teig, dass man alles zusammen rührt. Aber Mürbteig ist eigentlich fast immer All-In-Teig. Und jetzt einfach kurz vermixen.
So, das reicht dann auch schon. Und dann könnt ihr den Teig direkt in die Form reingeben. Und den drücke ich dann einfach mit den Händen so ein bisschen fest. Der ist so ein bisschen bröselig. Wenn euch das jetzt zu bröselig wäre, dann könnt ihr auch gerne noch ein bisschen Butter mit reingeben. Oder ihr nehmt eben ein Vollei und dann noch die zwei Eigelbe mit dazu. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen Vanille zum Rhabarber dazu, auch wieder nur so ein paar Tröpfchen. Verrührt es kurz und ihr seht jetzt auch, die Feuchtigkeit ist schon ausgetreten und durch die Stärke wird sie dann im Backofen eben gleich gebunden. Jetzt könnte man den Mürbeteig vorher vorbacken, aber das braucht man eigentlich gar nicht. Man kann es auch direkt jetzt den Rhabarber draufgeben, das dann vorbacken und dann eben später den Baiser draufgeben. So, jetzt also hier einfach Rhabarber rein. Meine Mama, die füllt da sogar immer noch so ein bisschen Sahne mit rein, aber ich finde, das braucht man an. Das kann man sich auch sparen. So, dann einfach schön verteilen bis zum Rand. Ich habe ja da so einen ganz kleinen Rand hochgezogen, so einen Zentimeter etwa. Müsst ihr einfach gucken, je nachdem, welche Backform ihr wählt, dass da eben der Rhabarbersaft nicht austritt. Und so wird es jetzt im vorgeheizten Backofen erstmal vorgebacken und zwar bei etwa 190 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 30 Minuten. Und in der Zwischenzeit werde ich kurz aufräumen und dann gleich den Eischnee aufschlagen und den dann eben nach 30 Minuten mit draufgeben und fertig backe. Also im Prinzip ein sehr einfacher Kuchen. Jetzt braucht mein Kuchen im Backofen nur noch etwa 5 Minuten und ich kann jetzt schon mal beginnen, diese Baisermasse vorzubereiten. Ich gebe dafür das Eiweiß in meine Schüssel rein. Dann eine Prise Salz mit dazu, dann geht es schneller. Und dann erstmal steif rühren. Und jetzt gebe ich einfach noch den Zucker mit rein. Und lasse es dann noch mal etwa 3-4 Minuten rühren, bis sich der Zucker gelöst hat. Und dann ist die Baisermasse fertig. So sieht jetzt der Kuchen aus und so sieht meine Baisermasse aus, also richtig schön fest. Jetzt könnte man sie theoretisch mit einem Spritzbeutel zum Beispiel auftragen, aber ich habe gesagt, das ist heute ein einfaches Rezept. Also machen wir das jetzt ohne Spritzbeutel einfach direkt auf den Kuchen und verteilen das dann gleich mit dem Löffel bzw. mit dem Teigschaber. Es ist halt ganz wichtig, dass die Baisermasse wirklich schön fest ist. Und falls ihr jetzt zum Beispiel mal eine kleinere oder größere Menge machen wollt, müsst ihr einfach immer rechnen, pro Eiweiß braucht ihr 50 Gramm Zucker und dann habt ihr den perfekten Baiser. So, das jetzt schön verteilen. Hier auch ein bisschen zügig arbeiten. Der muss ja nochmal in den Ofen. Und da müsst ihr halt so vorsichtig drüber streichen, damit ihr nicht die Rhabarberstücke, so wie jetzt hier, von unten nach oben holt. So, das macht jetzt aber nichts. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel einfach mit einem Löffelrücken so kleine, wie so kleine Fäden ziehen. Dann habt ihr da noch so eine schöne Optik mit drin. Muss aber nicht sein, ihr könnt es auch ein bisschen glatt streichen. Wobei ganz glatt kriegt man das sowieso nicht, deswegen lieber ein bisschen Musch da rein. Und so kommt es jetzt nochmal in den Backofen für etwa 10 Minuten. Und dann lasse ich ihn komplett abkühlen und zeige euch dann das Endergebnis. Mein Rhabarberkuchen ist jetzt abgekühlt und jetzt werde ich den am Rand hier mit so einem Teigschaber ablösen. Mein Baiser ist jetzt nicht schön knusprig geworden. Ich kann euch aber auch sagen, woran das liegt. Und zwar muss man beim Baiser wirklich den Zucker richtig gut abmessen, also auf 3 Eier Zucker. Die müssen auch Größe M haben, kommen 50 Gramm
oder beziehungsweise pro Ei 50 Gramm und insgesamt 150 Gramm Zucker. Und bei mir war jetzt das Problem, ich habe meine digitale Waage gerade nicht, weil ich die noch in so einem Karton habe und habe hinten mit der Nostalgiewaage gewogen und es war eben ein bisschen ungenau. Aha. Ist jetzt nicht schlimm, aber nur, falls es euch auch mal passiert, dass ihr wisst, woran das liegt. Also entweder war es dann einfach zu wenig Zucker oder es war zu kurz gebacken. Also es hat immer einen Grund, ansonsten funktioniert es nämlich immer super. Ist so, Murat. Ja. So, ich brauche noch meinen Teigretter, Murat. Der ist unter dir in der Schublade. Ganz unten. Ganz unten. Dein Teigretter? Ja, Kuchenretter. Perfekt. Aha, den habe ich in die Spülmaschine. Genau, den hat der Murat mal in die Spülmaschine. Das darf man nicht, sonst sieht er nämlich so aus. Ja. Aber ist nicht schlimm. Ich gebe eigentlich auch immer nur Sachen in die Spülmaschine, die ich mit Hand wirklich nicht waschen will oder kann. Und alles andere, sowas kann man immer mit der Hand waschen. Und Backformen sowieso. So. Jetzt ein Kaffee? Jetzt ein Kaffee und dazu den Rhabarberkuchen. Ich halte es jetzt echt schade, dass er jetzt nicht schön knusprig ist. Weil sonst knackt er immer. Mm. Das ist dann halt richtig lecker. So. Und der ist jetzt halt schön flach, weil ich diese große Form benutzt habe mit 28 cm Durchmesser. Ich glaube, meine Mama nimmt immer eine kleinere, die macht ihn dann höher. Aber ich finde ihn auch so richtig gut. Jetzt habt ihr hier den Mürbteig. Und dann die süß-sauren Rhabarberstücke und den süßen Baiser. Und wenn der noch schön knusprig ist, dann ist es richtig lecker. Aber der ist auch so gut. Gell, Murat? Mhm. Ich finde, Rhabarberkuchen und Baiser geht immer, weil es einfach die perfekte Kombination ist. Ja. Den Rhabarberkuchen gibt es aber auch mit zum Beispiel Vanille-Quarkcreme und Streusel. Den werde ich auch mal machen, denn das ist, ich mag auch alles, was Streusel hat. Aber dieses Rezept gibt es jetzt zum Nachlesen auf sallys-blog.de. Und wenn ihr das nachmacht und mir ein Foto schickt, würde ich mich da sehr drüber freuen. Murat, hast du noch was zu sagen? Nee, das schmeckt nicht gut. Wir haben heute dein Mikrofon vergessen, aber ist okay, wenn du heute leiser bist. Ich bin auch krank. Ja, gute Besserung. Die Männergrippe. Armer Junge, er hat die Männergrippe. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.